Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys. Ich wurde oft gefragt, wo ich die Erde herkriege für die Modelle. Das hier nehme ich dafür. Maulwurfshügel. War jetzt ein paar Tage trocken und warm. Das ist ideal dafür. Viele Insekten sind auch noch nicht unterwegs. Wir haben jetzt Ende Februar. Ich gucke trotzdem so ein bisschen durch, dass ich da keine kleinen Viecher drin habe. Und nehme mir davon erstmal so eine Portion mit. Vorsichtig sein, auch Erde, die auf 150 Grad erhitzt wurde, ist überraschenderweise 150 Grad heiß. Also erstmal gut auskühlen lassen das Ganze. So, unsere Erde war jetzt also bei 150 Grad für eine Stunde im Backofen. Das, ja, kann man im Grunde handhaben, wie man will. Das ist jetzt weder von der Zeit noch von der Temperatur her so, dass ich sage, okay, damit seid ihr hundertprozentig safe. Ist auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist auf jeden Fall übertrieben. Es dient nicht dazu, oder nicht nur dazu, die Erde zu trocknen, sondern vor allem dient es dazu, Kleinstlebewesen und andere lebende organische Bestandteile, die vielleicht noch da drin sind in der Erde, abzutöten, damit uns da später nichts mehr schimmelt. Und damit uns auch nicht aus unserer Erde irgendwelche Insekten auf einmal schlüpfen aus irgendwelchen Eiern, die da vielleicht noch drin waren. Auch wenn Naomi das gerade beschnuppert, als wäre das köstlicher Schokostreuselkuchen, was hier liegt, essen würde ich es nicht. Sieht zwar ganz nett aus, aber essen würde ich es nicht. Wie ihr schon seht, die ganzen Brösel, die ich hier habe, die kann man wunderbar zwischen den Fingern einfach zerdrücken. Und dann kriegt man da feinsten Erdstaub raus. Also, ja gut, manche sind Steine. Aber die meisten dieser Brösel, die ich hier habe, sind einfacher trockener Lehm. Aber ganz fertig sind wir noch nicht. Wir wollen ja feinsten Erdstaub haben. Ich drücke jetzt erstmal mit dem Löffel die ganzen Brösel noch so ein bisschen. Dabei sollte man vorsichtig sein, erst recht, wenn man zum Beispiel vielleicht nicht sein eigenes Backblech oder Backpapier benutzt. Das Backpapier kommt sowieso in den Müll, aber das Backblech. Hier sind jetzt kleine Risse drin. Die kleinen Steinchen, die da in der Erde sind, die können jetzt Risse verursachen, das Backpapier zerstören und Kratzer im Backblech machen. Also das vielleicht lieber, nachdem man es vorher umgeschüttet hat. So, die geröteten Klümpchen sind jetzt klein gedrückt. Ja, hier sieht man, dass es dadurch die Löcher durch ist. Ist in dem Fall jetzt aber nicht so tragisch, ist ja auch sterilisierte Erde. Hygienisch eigentlich unbedenklich. Und dann siebe ich das Ganze einfach aus.
Und je nach Feinheitsgrad des Siebs erhaltet ihr dann unterschiedlich feine Erde, die ihr so im Modellbau theoretisch direkt verwenden könnt. Das grobe Zeug tue ich einfach beiseite. Das könnte man noch weiter klein drücken, nochmal sieben oder auch einfach aussondern, je nachdem. Jo, und so diese Katze. Ja, und so erhält man mit wirklich minimalem Arbeitsaufwand ein ganzes Glas voll Dreck. Ich habe jetzt auch nicht geschummelt, das hat wirklich haargenau so gepasst. Ich habe die Erde noch zweimal mit einem Löffel platt gedrückt. Das ist jetzt also das, was an harten Stückchen noch übrig geblieben ist, an kleinen Steinchen. Die könnte man jetzt noch eben als Steinchen oder sowas verwenden für den Modellbau, für den Dioramenbau. Aber die haue ich einfach weg. Und was ich haben möchte, ist dieser mehr oder weniger feine Erdstaub. Wie gesagt, man könnte ihn natürlich noch weiter durchsieben, aber wenn man hier auf der Seite guckt, sieht man auch, der schichtet sich so ein bisschen. Hier ist sehr, sehr feines Material, da ist wieder etwas gröberes Material. Und wenn man den so ein bisschen schüttelt, naja, in kleineren Behältnissen am besten, dann kann man die auch ein bisschen von der Größe her voneinander trennen, die Bestandteile, die da drin sind. Jo, aber ich habe ein Glas voll Dreck, ich habe ein Glas voll Dreck. Und das war überhaupt nicht schwierig. Kann jeder nachmachen. Und dieser Vorrat hier, der reicht selbst mit Geländebau und so weiter, reicht der für Jahre, für viele Jahre. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Nochmal ganz kurz dazu, warum ich jetzt vor allem Maulwurfshügel für sowas nehme oder empfehle. Das hat mehrere Gründe. Zum einen spart man sich da das Buddeln, die Erde ist ja schon freigegraben. Das heißt, man muss nicht erst irgendwelche Pflanzen beiseite schaffen und so weiter. Zum anderen sind Maulwurfshügel meistens auf eher lehmigem Boden zu finden. Das heißt, die Erde ist eher zu so einem feinen Staub zu sieben und zu zermahlen, als jetzt beispielsweise im Wald, wo die Erde vor allem aus irgendwelchen organischen Rückständen besteht. Und hinzu kommt natürlich noch, Maulwürfe sind Insektenfresser. Das heißt, in einem Maulwurfshügel werdet ihr wahrscheinlich sehr wenige Insekten finden. Erst recht nicht, wenn dieser Maulwurfshügel noch recht frisch ist, denn die ganze Erde hat ja Maulwurf hier einmal kurz durchgegraben und der wird mit Sicherheit alles gefressen haben, was er da drin gefunden hat. Und dementsprechend vielleicht auch nochmal, wie gesagt, was Kleinlebewesen und sowas angeht, den Tipp. Ich habe das jetzt Ende Februar gemacht, nachdem ein paar Tage warmes und trockenes Wetter war. Im Sommer, wo viel mehr Insekten unterwegs sind, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, insektenfreie Erde zu bekommen. Sucht die in Ruhe durch, setzt die Viecher in die Wildnis wieder aus, lasst sie da rumkrabbeln und nehmt euch möglichst nur die Erde mit nach Hause. Denn es ist irgendwie auch nicht so schön, wenn man dann da die Erde aus dem Ofen holt und aussortiert, was da noch drin ist. Und dann da irgendwelche Käfer oder sowas drin findet, die man dann gegrillt hat. Das ist nicht so schön. Gut, ich hoffe, der Tipp war für den einen oder anderen hilfreich. Nachzumachen ist das ganz, ganz easy. Und wie gesagt, mit ganz bisschen Arbeitsaufwand hat man für Jahre ausgesorgt, was Erdstaub angeht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.